Weiter geht's. Kapitel 8. Notizen. In diesem Level hat er jetzt eben ja schon nochmal kurz anklingen lassen. Die Idee ist halt, dass man durch das Level läuft und an jeder Stelle einfach Notizen hinterlassen kann und Notizen anderer Leute eben auch sieht. Das heißt, es muss ja irgendwie über eine Serverlösung gemacht werden. Ist ja auch egal, auf jeden Fall. Man kann halt selber eine Notiz schreiben und oder hätte eine Notiz schreiben können. Und kann eben auch lesen, was andere Leute geschrieben haben. Und kann ich schon vorwegnehmen, es sind jede Menge Notizen da. Wir werden auch nicht alle lesen, da kommen wir gar nicht dazu. So. Okay. Netter Raum, von wegen. Ja. So. Das finde ich gar So nicht so first off, gut. I'm sure you can deduce this, but this game is not connected to the internet. All of the notes that you're gonna see have been written by Coda. This was actually the first game of his that I ever played. This was shortly after I met him at a weekend game jam in Sacramento, where I grew up. I saw him working on this very level, and it was just so different from anything that anyone else was doing. So right away I was like, I have to be friends with this person. In retrospect, I think I was probably a bit too pushy trying to get his attention. I was overenthusiastic. But he was very gracious about it and very patient with me. And I cooled off eventually. Okay. Du meine Güte, ja. Das trifft es. Könnt ihr mich hören? Kenny Hebe. Blub, blub. Blub. Hello, hello. How are you? Oh, feel free to skip over any of these notes if they're not doing anything for you. Nothing extra is going to happen if you read all of them. Either way, to me, they convey a sense of loneliness. I see this person who's filled with thoughts and feelings and beliefs and has no way to express them except as scattered and unheard voices in a game that wasn't meant to be played. Schon ziemlich traurig ist, ja. Hoppla, hier kann ich ja was But eingeben. it's ironic, isn't it, that in playing this game and seeing how alone Coda often felt, that we get to know him better and actually kind of connect with him. And I have to be honest with you, this idea is really seductive to me. That I could just play someone's game and see the voices in their head and get to know them better and have to do less of the messy in-person socializing. I could just get to know you through your work. I think this is why I always liked Coda's games so much, is because it felt like they let me have that connection. I felt as though he was inviting me personally into his world. And then I feel less lonely too. In einer Welt voller Notizen kommt ein Mann, der sie alle liest. Diesen Sommer. Du wirst glauben, blaue Sprechblasen könnten sprechen. Warum? Fühlst du dich schon wie ein Held? Okay. Dieses Spiel liegt gut. Ich würde es mögen, wenn ich könnte. Fürchte dich nicht, sondern kümmere dich. Oh, das ist ein cooler Satz. Fürchte dich nicht, sondern kümmere dich. Mein Sohn, fürchte dich nicht, sondern kümmere dich. Okay. Ich habe gerade einen fliegenden Pinguin gesehen. Das war das Schönste, was ich je gesehen habe. Mein Leben kann jetzt enden. Was? Kann jetzt enden. Denn etwas Besseres wird mir nicht passieren. Ich möchte nichts mehr sehen, denn nichts wird je mehr so schön sein. Ich werde jetzt weinen und den Plan fassen, mir die Augen auszukratzen. Genau das muss ich jetzt tun. Oh Gott. Wer schreibt denn so einen Scheiß? Oder anscheinend. Okay. Mal. Was ist noch? Okay. Irgendwelche Sonderzeichen. Warum gibt es Holz und Gras und Beton hier? Was soll das? Eine gute Frage. Das ist wirklich eine gute Frage. Die nehmen wir noch mit. Hier kommt Quatsch. Ja, okay. Ich möchte dir ein Geheimnis verraten. Vor langer Zeit habe ich einmal. Oh ja, das ist immer gut. Das ist so ein Satz wie. Du, ich weiß was, aber ich kann es dir noch nicht verraten.
Oder ich habe ein Geschenk für dich, das kriegst du morgen. Denkst du, hä? Definiere Spaß. Ja. Ich bin der König der Welt. Ja, genau. Auf jeden. Auf jeden. So. Da sind noch drei. Die holen wir uns jetzt auch noch. Lest das. Ja, haben wir. Okay. Hey. Was für ein trauriger Ort. Ja, es ist ein bisschen einsam hier. Gebe ich zu. So, das kennen wir alles. Gehen wir hier runter. Was zum Teufel ist das hier? Ja, eine Welt voller Sprechblasen. Langweilig. Och nö, kann man gar nicht so sagen. Steht hier, ich kann mit absoluter Sicherheit garantieren, dass es hier an diesem Ort irgendwo eine Eiche gibt und Seeleute dann das... Geil. Okay, das ist was. Referenz. Wer es weiß, schreibt es in die Kommentare. Hey Leute, wer hat Lust zum Quatschen? Ja, nee, danke. Wir gehen aber lieber weiter. Ich weigere mich zu glauben. Okay. Hinter Popo Arsch, genau, hinter Popo Arsch. So. Ich muss aufs Klo. Nö, muss ich nicht. Bitte erkenn mich doch, was? Mich würde tatsächlich interessieren, ob es eine Möglichkeit gibt, auch die anderen da hinten mal zu lesen. Ich glaube aber nicht. Also ich weiß halt, wie gesagt, ich habe das Spiel ja schon mal durchgespielt. Und da habe ich es nicht geschafft, da hinzukommen. Aber es würde mich interessieren, ob da auch was steht oder nicht. Hier gibt es nichts, verschwinde. Ignoriere das einfach. Okay. So, was haben wir hier? Kostenloses T-Shirt. War klar, dass das kommt. Ich muss hier raus, warum die Tür zu? Wie geht die Tür auf? Macht ein Spiel mit der Tür. Tür lässt sich nicht öffnen. Danke auch. Sesam, öffne dich. Indem man einfach dran vorbeigeht. Irgendwann werde ich die Person, die das hier fabriziert hat, kennenlernen. Ja. Ich helfe anderen, weil ich mich dadurch gut fühle. Alter Schwede. Neuer Raum. Yes, genau. Neuer Raum. Ich habe hier Dreck auf der Linse. Wie ist das? Das Bild da hinten fasziniert mich so ein bisschen. Also erstmal ein riesen was auch immer Konstrukt und dann dieses extra beleuchtete Bild. Was uns der Künstler damit sagen möchte. Hörst du das Läuten? Das treibt dich an, stimmt's? Nee, ich höre kein Läuten. Ich will begehrt werden, wirst du so. Willkommen und herzlichen Glückwunsch. Keine Ahnung, wie es weitergeht. Ja, so. Hier lesen wir jetzt nicht mehr alle. Hier muss ich raus. Hier noch. Ich habe nichts geschrieben. Achso, okay. Stopp, zurück. Wer weitergeht, wird elend enden. Machen wir doch glatt. Ich bin hier rüber. Gib mir die Hand, wir springen gemeinsam. Ja, genau. Okay, oder auch nicht. Also, weiter geht der Spaß. Wohin du kommst, spielt keine Rolle. Okay. Ich glaube, das führt zum Ende. Ich brauche jemanden zum Reden. Natürlich. Das soll eine Tüte. Okay. Ignoriere die anderen Zettel. Ich bin in Gefahr. Okay, ich auch. Hui. Mega gut. So. Steht hier. Da ist jemand runtergelaufen und jetzt kommt er nicht mehr zurück. Ja. Das ist ärgerlich. Da hinten ist noch eine so eine Sprechblase. Aber das Bild finde ich echt faszinierend. Das sind eigentlich nur Punkte, aber... So, das würde ich mir, glaube ich, auch ganz stylisch mal so in so einer riesen Eingangshalle hängen. So, what the fuck mäßig. Kommst du rein, kommt der Postbote am Morgen, guckt so und sieht so im Hintergrund dieses Riesenbild in Punkten. Abstrakte Kunst. So, steht hier noch? Irgendwann sterben wir alle, ja. Blumenkohl prägt unsere Nation. Richtig. Das ist auch gut. Hier oben sieht man nur kleine Punkte.
Das ist so von hier unten. Naja, egal. Er war ja selbst das schrecklichste Wesen, das man sich vorstellen kann. Okay. So. So, hier bin ich. Ja, das sind wir alle. Es muss aber einen Grund geben. Ja, es gibt immer einen Grund. Sein schreckliches Geheimnis hat er gut gehütet. Ich habe das Spiel geschafft, bestimmt nicht. Mehr Räume? At the end of this level, we're going to see the puzzle again. And here, I'll tell you what I think the puzzle means. Each of these games represents an idea that was on Coda's mind at the time that he was making it. And the puzzle is a way of closing the door on a previous chapter of his life before moving on to the next one. Ja, richtig. Raus, raus, ich will hier raus. So, was haben wir hier? Er hat es zerteilt und auf die Welt aufgeteilt. Wird es jetzt dunkel? Da sind übrigens wieder die drei Punkte. Fast geschafft. Ich habe alles gesehen, ich habe die Welt bereist. Ich habe nie jemandem erzählt. Das ist traurig. Schreib ein Buch. Wäre toll, wenn es auch in der echten Welt solche Notizen gäbe. Nee, ich glaube nicht. Wird eins mit dem enormen Unsinn. Yes! In each of his games, after exploring a theme that, you know, he might find difficult, Coda can then place this puzzle that he knows has a reliable solution, he understands exactly how it works, and so it gives him a simple mechanism for moving on. Ja, ja. So, gibt's hierfür auch eine Lösung? Oh mein Gott, ich bin schon eine Stunde hier. Was ist jetzt? Hilfe! Hilfe! Verdammt, wie löst man sowas? Programmierer, antworte endlich. Das ist doch Quatsch, die zweite Tür geht nicht auf. And because there's this dark area between the doors, a space between spaces, before you move on, you get to pause. Just for a moment, a few seconds to reflect on and let go of the events that led you here. To step back and connect the pieces together. To grasp at that elusive bigger picture. Ich geh zurück zu Start, ich spiele nur. So, wir sollen das ja hier ein bisschen genießen, aber irgendwie. Was hat uns hierher geführt? Das ist eine gute Frage. Ein langer Weg durch irgendwelche Notizen, die alle vom Entwickler geschrieben worden sind. Aber die Atmosphäre ist schon cool, diese sprechenden Stimmen so im Hintergrund. Wieso ist das Mikrofon eigentlich so tief? Also, naja, egal. Ich rede hier oben und dabei ist das Mikrofon hier unten. Völlig beknackt. Vielleicht sitze ich auch anders gerade. Okay. Jetzt rüstet man die Tür auf und raus. Jetzt ist keine Frage. Klacker, 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 man hört es schon. Ich schreibe gerade so eine Füße. Mensch, da hängt so ein Füße. Sprich mit mir, bitte. Warum fällt dir das Schreck? Sprich, 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 ich rede doch! Also, ja, kann ich ihm auch nicht helfen. Alter, tacke, 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 tacke. Okay, this one is tough. It's gonna kinda just spin its own wheels for a few minutes. Hang with it. Ein Brunnen.
sieht es zumindest aus, ne? Ja, ja, okay. Geil. Sowas möchte ich auch mal haben. See, like, this is it. The whole game. And there's nothing that's particularly interesting about it. You just walk to the end of a hallway. Except, for some reason, Coda gets really fixated on this prison that has all of this modern furniture. And I don't know why, but he decides he needs to revisit this prison. He's gonna start over, use the same assets, turn it into something else. Okay, cool. Here's version 2. Okay. In der Raum mit was? Sehr mit einem Fernseher, mit Surround Sound, ein Kühlschrank. Großes Loch in dem Boden, natürlich. Okay. Okay, und was ist mit der Wand? Ein großes Bild von einem Pferd. Ich hätte ja gerne eine Waschmaschine. 10 Öfen in einer Reihe in der Wand. Ach nö, das können wir bei Minecraft haben. Also. Großes Bild von einem Pferd und eine Waschmaschine. Waschmaschine ist gut. Aber eine Waschmaschine. Das sind zwei tolle Waschmaschinen. Braucht etwas zum Auflockern. Ein Dachfenster, ein ganzes Panoramafenster an der Decke, damit etwas Licht hereinkommt. Ich denke da an ordentliche 15er LED-Einbaustrahler mit fluoreszierendem Rand. Okay, wir stellen Tesla-Spulen in jede Ecke. Cool, klar, Tesla-Spulen. Auf jeden Fall. Ja, okay. Und einen Tisch. Wir brauchen einen Tisch. Da steht doch ein Tisch. Wer bist du? Von wo aus machst du das? Ich bin ziemlich sicher, dass keine meiner Entscheidungen irgendwas bewirkt. Tische wurden 1935 erfunden. Weiß ich nicht, ob das so ist, aber von wo aus machst du das? Jetzt steht dann. Ja, nee, ist klar. There's a bit more to this one, but still, it's not really communicating anything. It's kind of just weird for weirdness' sake. So, okay, he throws it out and starts over. This time he comes at the prison idea from a different direction. Da sind wir schon wieder. Geh vorwärts. Mit dieser Anleitung kommst du aus jedem Gefängnis raus. Folge der Anweisung genau, vergiss keinen Schritt. Zuerst musst du auf den Tisch klicken. Gut, jetzt geh zum Fotorahmen und drehen leicht nach rechts. Jetzt schaltet die Stehlampe in diesem Raum aus und wieder ein. Merkt euch das? Jetzt geht's im linken Sofa, verrücke es ein bisschen. Was ist denn jetzt hier links? Und schließlich berühre noch die Regale. Da ist es. In einem echten Gefängnis ist der Fluchtweg nun frei. Geh zurück zum Anfang, um wieder zurück in dein Gefängnis gebracht zu werden. Da sind sie wieder die 3 Punkte. Jawohl. And of course, now the table is gone and you can't begin the chain of events to escape. Here's a version where there are no bars, but you can't actually get to the well. And then a version where the inside of the prison is the outside and the outside is the inside. Let me just blink you real quick through a few more of these. I mean, he really unloaded on this prison idea. There's nearly a dozen of them. Personally, I think it's awful to watch this. To see a person basically unraveling through their work. And for what? Like, at what point do you just go, maybe there are game ideas other than this prison that I could be working on? But Coda doesn't have that voice telling you to stop. That particular mechanism of defense against yourself. Without it, you just spiral. And so he keeps going and going and going and going and going. And then he hits on something. And he likes it. And that's it. He's done. He stops making prisons. This is the very last version of the prison game that he created. And the reason I think it works is that the prison is not actually in it.
Einfach mal durch die Dunkelheit geguckt. Okay, hier scheint es wohl wirklich nur den einen Weg zu geben. Es wird aber enger, es wird aber enger. Hier nur. Creepy. Creepy. Kommen jetzt gleich Vögel? Hallo, wer ist da? Hey, ich bin's. Ich bin du nach der Flucht aus dem Gefängnis. Du bist ich? Hm. Du warst also auch in diesem Gefängnis gefangen? Ja, ich war in dem Mühlenlabyrinth. Ja, ich war im Flucht. And so this is what Coda wants, is to be able to talk to someone, to share what's on his mind, and to get some good advice from someone who knows. But the irony is that even in this scenario, you're still talking to yourself. You know, all of these games so far are Coda talking to himself. Ich bin ja so froh zu wissen, dass ich hier irgendwann rauskomme. Wie ist es, frei zu sein? Eigentlich habe ich schon fast vergessen, wie es war, eingesperrt zu sein. Komischerweise fühlt sich das Gefängnis fast ein wenig. Fühlt sich an, wie wenn man völlig regungslos ist und sich gleichzeitig wild bewegt. Genau so fühlt es sich an, frei zu sein. Fühlst du schon was? Manchmal mache ich mir Sorgen, dass ich rauskomme und alles noch genauso ist, wie es vorher war. Nein, ich bin immer noch dieselbe Person wie damals. Es ändert sich. Ich fühle mich wie eine neue Person. Wie eine neue Person, natürlich. Klar, wenn ich aus dem Gefängnis komme. Gut. Das ist gut zu hören. Das freut mich wirklich sehr. Das liegt im Alter. Ja, immer liegt es am Alter. Natürlich liegt es im Alter. Ich bin immer noch nicht... Was? Ich bin immer noch ich. Irgendwie aber auch nicht. Das lässt sich schwer beschreiben. Genieße die Person zu sein, die du gerade bist. Das wird nicht für immer anhalten. Eigentlich ein schöner Satz, deswegen liebe ich. Man verändert sich, das zu mir. Moment, wenn du ich bist, hast du dann da drin einen Anruf von einer anderen Version von dir selbst bekommen? Nein, ich glaube, ich bin die erste Person, die zurückruft. Ja, ich wurde angerufen. So bin ich entkommen. Einfach mal ein bisschen Hoffnung verschenken. Was haben sie dir gesagt? Was musstest du tun, um rauszukommen? Dass es mir ernst sein muss, sie haben mich gefragt, was ich davon halte, gefangen zu sein. Sie haben nur eine Weile mit mir geredet. Zack. Was? Wie bist du freigekommen? Wie funktioniert das? Das kannst du nicht wissen, bevor du draußen bist, aber es funktioniert ehrlich. Sag mir einfach, wie du dich fühlst. Das wird alles einen Sinn ergeben. Einfach mal, sag mir mal, wie du dich fühlst. Okay, ich fürchte mich davor, dass sich nichts ändern wird. Weiter. I can see why he considers this a fitting conclusion to the prison games. After all of the obsession and frustration, just to be told by someone you can trust that things are going to be okay, wouldn't that be nice? Yeah, it would be nice. August 2009. Eieieiei. So what would it look like if Coda wanted to make a game about talking to someone other than himself? Oh, das ist geil. Das machen wir gleich. Ich mach kurz Pause.